Der Stadtrat Magdeburg hat dieser Tage Simone Borris ab 1. Dezember für weitere 7 Jahre als Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit gewählt. Die Wahlperiode endet am 30. November 2021. Bei der Wiederwahl von Simone Borris waren 51 StadträtInnen anwesend. 42 davon stimmten für eine weitere Amtszeit. Da die bisherige Stelleninhaberin bereit war, sich erneut zur Wahl zu stellen, war von einer Ausschreibung abzusehen. Das Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit hat derzeit 767 Beschäftigte. Simone Borris, 1962 in Gardelegen geboren, ist verheiratet und hat 2 Kinder. Nach dem Abschluss der Schule absolvierte sie eine Ausbildung zur Finanzkauffrau bei der Stadtsparkasse Magdeburg. Von 1981 bis 1984 folgten ein Fachstudium Ökonom mit Spezialisierung der Absatzwirtschaft. Bis 1990 absolvierte sie zudem ein Fernstudium als Diplomökonomin, Diplomkauffrau an der Technischen Universität Magdeburg. Seit Dezember 1990 arbeitet Simone Borris bei der Landeshauptstadt Magdeburg. Zunächst als Sachbearbeiterin im Sozialamt, später als Abteilungsleiterin Hilfe in besonderen Lebenslagen. Weitere Stationen waren Leitung des Eigenbetriebs Städtische Seniorenwohnanlage und Pflegeheime, heute WUB, 2003 bis 2013 Leiterin des Sozial- und Wohnungsamtes, anschließend Leitung des Jugendamtes. Am 1. Dezember 2014 trat sie ihr Amt als Beigeordnete an.